Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal iBuyPower mit dem Ryzen 7 Gamer PC RTX 3080 für 2649 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr bis zum 13. Dezember 2021 ganze 35% Rabatt auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuallererst schauen wir uns hier mal das Vorschaubild an. Gebt da bitte nicht so viel drauf. Also das Board stimmt, ja, aber die Wasserkühlung ist irgendwie abgeschnitten. Man sieht keine Schläuche, man sieht keine Radiatoren. Es ist auch keine Grafikkarte verbaut, keine M.2 SSD verbaut. Der RAM-Speicher, der könnte stimmen, je nachdem welchen Hersteller sie halt verbauen. Aber so wird das System auf jeden Fall nicht aussehen. Kommen wir zu dem Gehäuse. Das ist ein BeQuiet Purebase 500DX Tempered Glass Weiß. Ja, das Gehäuse habe ich schon sehr oft verbaut, ist wirklich sehr, sehr gut. BeQuiet mag ich ja allgemein sowieso. In Weiß habe ich es noch nicht gehabt, da kann ich euch nicht sagen, wie das optisch dann genauso rüberkommt. Ich weiß, dass das Schwarz auf jeden Fall gegenüber den Bildern noch ein bisschen besser rüberkommt, wenn man es richtig in der Hand hat. Ich finde es persönlich nicht so hübsch, habe ich auch schon mal gesagt im Video. Muss aber jeder selber entscheiden, ist nur meine persönliche Meinung. Ich kenne da bessere Gehäuse. Alles in allem ist es natürlich ein gutes Teil. Ihr habt zwei Lüfter verbaut, einen vorne, einen hinten, jeweils mit 140 mm. Es passen auf jeden Fall alle gängigen Grafikkarten rein, es hat einen guten Airflow, RGB-Beleuchtung vorne, diesen Streifen, den man hier sieht. Also ist nichts dran auszusetzen, qualitativ hervorragend. Und das kostet 88,90 Euro bei Mindfactory. Zusätzliche Gehäusebeleuchtung haben wir hier keine. Hier kann man sich noch weitere Lüfter hinzukonfigurieren. Hier werden einfach nur die Standardlüfter genommen, die reichen auch normalerweise aus. Vor allen Dingen, weil dieses System noch eine Wasserkühlung hat und die Radiatoren bzw. die Lüfter am Radiator natürlich noch für zusätzlichen Airflow sorgen. Was auch ganz cool ist, die bieten hier zum Beispiel an, dass sie euch hier so Gummidämpfer mit reinschrauben, dass man die Schwingungen von den Lüftern im Gehäuse nicht so hört. Braucht man eigentlich nicht. Also ich persönlich bin da jetzt kein Fan von. Könnt ihr euch aber, wie gesagt, dazu konfigurieren. Genauso wie Dämmmatten. Ob man das jetzt auch braucht, ist auch wieder so eine Sache. Vor allen Dingen ist es halt schwierig, ein Gehäuse zu dämmen mit einer Glasscheibe an der Seite. Aber wer es haben möchte, kann es natürlich noch dazu konfigurieren. Eine Erweiterungskarte haben wir auch keine. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 7 5800X, 8x 3,8 GHz, 32 MB Level 3 Cache. Den habe ich persönlich natürlich auch. Ich finde ihn sehr gut, ist zum Stream geeignet, zum Zocken geeignet. Es gibt natürlich noch stärkere, wie zum Beispiel den 5900 oder 5950X. Aber rein preis-leistungstechnisch würde ich immer zum 5.8er greifen. Hier haben wir auch nochmal die technischen Daten. 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP, was jetzt auch nicht so viel ist, das geht schon klar. 3200 MHz RAM unterstützt er offiziell. Man kann auch 3600er oder 4000er verbauen. Ich habe selber 3600er und der kostet 364 Euro bei Mindfactory. Als Wasserkühlung haben wir eine iBuyPower RGB 240 mm Wasserkühler schwarz. Ich habe eben bei dem Unternehmen angerufen und habe gefragt, hey, welcher Hersteller steckt denn wirklich dazwischen? Weil meistens sind es einfach nur umgelabelte Wasserkühlung und in dem Fall ist es tatsächlich NZXT, wurde mir am Telefon so bestätigt. Optisch nah dran kommt eine NZXT Kraken X53, ob es jetzt genau diese ist, kann ich euch nicht sagen. Es soll aber auf jeden Fall eine NZXT sein, einfach nur umgelabelt. Den 240er würde ich auf jeden Fall empfehlen, 120 ist meistens zu wenig für diesen Prozessor. Ich persönlich benutze eine 360er, die hält aber den Prozessor auf jeden Fall im Zaum. Die hier reicht, wie gesagt, erstmal aus. Hätte eine Herstellergarantie von 6 Jahren, wie es bei iBuyPower ist mit der Wasserkühlung, kann ich euch nicht sagen. Das kann man nur auf langfristige Zeit sehen, wie die mit solchen Reklamationen umgehen. Aber alles in allem ist das eine vernünftige Konfiguration, was zumindest die Kühlung angeht. Und die kostet 115 Euro bei neon24.de. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 3200 MHz RGB Memory, G-Skill, Corsair oder Kingston. Und da habe ich auch mit den Jungs gesprochen, weil hier steht halt nicht, ob es Dual-Channel ist oder nicht. Hier unten bei den 64 GB wird extra Dual-Channel nochmal erwähnt. Auch wenn man hier auf die Info draufklickt, sieht man nichts. Hier ist weder ein Bild noch irgendwelche Spezifikationen. Aber die sagt mir, auch dieser RAM ist immer Dual-Channel. Also wenn ihr da irgendwie RAM bestellt in einem System, egal ob 32, 16 GB oder 64 GB, das ist immer Dual-Channel, wurde mir so bestätigt. Und meistens verbauen sie, wenn es RGB-RAM ist, den Corsair Vengeance RGB Pro. Man kann sogar, wurde mir gesagt, hinterher in diesem Kommentarbereich, wenn man diese Bestellung aufgibt, noch sagen, ich hätte gerne Corsair RAM. Dann machen die das auch so. G-Skill
Ja, die Trident Z sind nicht schlecht, wenn es die RGB-Variante davon ist. Kingston ist jetzt auch nicht schlecht. Ich persönlich greife immer nach Corsair, muss aber jeder selber entscheiden. Ihr könnt es in dem Kommentarbereich verfassen und die werden darauf Rücksicht nehmen. Die können nichts versprechen, es kommt nur darauf an, was auf Lager ist. Aber wenn sie es da haben, verbauen sie es dann auch so. Deswegen nehmen wir hier jetzt auch die Corsair Vengeance RGB Pro, 2x8 GB, 3200 MHz, CL16. 16 GB in dem Preisbereich finde ich schon ein bisschen wenig. Ich wünsche mir da schon 32 GB. Vor allen Dingen gibt es einige Spiele und auch Programme, die den RAM-Speicher auf jeden Fall auslasten. Wenn ihr zum Beispiel streamen wollt, was mit diesem System definitiv geht, solltet ihr auf 32 GB aufrüsten. Ich persönlich habe zum Beispiel gemerkt, das sage ich auch immer wieder, bei Horizon Zero Dawn, als das released worden ist, war der Speicher allein durch das Spiel mit 16 GB schon ausgelastet. Deswegen greift zu 32 GB. Wenn noch OBS, Discord und alles nebenbei auf ist, braucht ihr das auf jeden Fall. Und der kostet 73 Euro bei Mindfactory. Bei der Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB. Ja, jetzt haben wir hier natürlich das Thema, wir wissen nicht, was wir bekommen. Deswegen nehme ich jetzt die günstigste, in Anführungsstrichen, die ich gefunden habe, weil 1600 Euro für eine 3080 ist echt eine ganze Menge. Ist natürlich eine gute Grafikkarte. Wir verlassen uns gleich mal auf die FPS-Werte, die auf der Webseite angegeben sind. Ich könnte euch jetzt auch ein Video zeigen, aber das verlinke ich einfach in der Beschreibung. Wer die FPS-Werte hinterher noch wissen möchte, kann gerne auf den Link klicken. Und die kostet 1625,16 Euro bei CaseKing.de. Als Mainboard haben wir ein ASRock X570 Phantom Gaming 4. Und endlich haben wir mal einen Hersteller, der ein Full ATX Mainboard verbaut. Also gut, in der Preisklasse ist es jetzt nicht mehr so selten, aber meistens werden irgendwelche Micro ATX verbaut. Was ich ein bisschen schade finde, wir haben hier ein X570 Mainboard. Das heißt, dieser Chipsatz ist darauf ausgelegt zum Übertakten. Und hier oben haben wir Spannungswandler, die frei liegen. Und das ist immer ein bisschen problematisch, was die Temperaturen und die Übertaktung des Prozessors angeht. Ansonsten haben wir noch vier RAM-Bänke, da könnt ihr hinterher noch den Arbeitsspeicher erweitern. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier eine M.2 SSD, hier unten könnt ihr theoretisch eine M.2 WLAN-Karte anschließen. Und hier habt ihr dann über PCI Express natürlich dann auch WLAN-Karte oder USB-Erweiterungskarte, Capture-Karte. Das könnt ihr alles so schön erweitern, wie ihr möchtet. Hier unten kann noch eine M.2 verbaut werden. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, 2x USB 3.1, Netzwerkanschluss, 6x USB 3.0, HDMI, DisplayPort werdet ihr wie immer nicht verwenden, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, und hier haben wir noch einen PS2 Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht verwenden werdet. Alles in allem immerhin ein Full-ATX-Board. Es hat den X570-Chipsatz, also ihr habt mehr Steuerungsmöglichkeiten auch im BIOS. Das ist schon okay. Es gibt Besseres auf dem Markt, zumindest was auch in diesem Preisbereich liegt. Deswegen zeige ich euch gleich noch eine schöne Alternative. Und das Board kostet 146,95 € bei Alt. Als Netzteil bekommen wir ein 750 Watt BeQuiet Straight Power 1180 Plus Gold. Ach, und endlich auch ein vernünftiges Netzteil. Die Straight Power Reihe, die reicht zum Zocken völlig aus, also mit 750 Watt, was diese Konfiguration angeht. Ich persönlich hätte jetzt noch gesagt, 850 Watt wäre schöner gewesen, vielleicht sogar 1000 Watt. Dann seid ihr, was die Effizienz angeht, ein bisschen besser dargestellt, weil die Netzteile bei 50% Auslastung immer die höchste Effizienz haben. Aber für dieses System reicht das erstmal völlig aus. Hat eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Bedeutet für euch, wenn das Netzteil irgendwann mal abrauchen sollte, auch außerhalb der Garantiezeit von iBuyPower, könnt ihr das immer noch bei BeQuiet quasi in die RMA geben. Bekommt dann neues. Dazu ist es noch 80 plus Gold zertifiziert, das heißt besonders effizient und vollmodular, was auch in Ordnung ist. Für euch persönlich wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Die Kabel, die nicht benötigt werden, bekommt ihr dann nochmal extra dazu geliefert, wenn ihr hinterher mal noch irgendwas erweitern wollt, zusätzliche Festplatten oder ähnliches. Und das kostet 112,90 € bei Mindfactory. Als M.2 SSD bekommen wir 1000 GB Crucial P1 M.2 PCI Express NVMe, lesen 2000 MB die Sekunde, schreiben 1700 MB die Sekunde. Die reicht zum Zocken völlig aus. 1 TB ist auch erstmal in Ordnung für zum Beispiel Betriebssystem, Treiber, vielleicht noch Discord, OBS. Die Spiele, die lagert ihr auf die HDD aus, die hier vorhanden ist bei diesem System. Und die kostet 91,39 € bei Mindfactory. Und hier haben wir sie auch schon, die 1 TB SATA 3 HDD mit 7200 Umdrehungen pro Minute von Seagate. Wir nehmen jetzt einfach mal die Seagate Barracuda Compute hier 1 TB. 1 TB reicht natürlich erstmal völlig aus, um Spiele auszulagern, Musik, Filme, was ihr halt so auf dem PC benötigt. Ihr habt natürlich längere Ladezeiten in den Spielen, als wenn ihr das jetzt auf einer SSD installieren würdet. Aber wie gesagt, reicht erstmal aus und die kostet 33,46 € bei Mindfactory. Und dann wären wir tatsächlich auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2650,76 €, das System soll kosten, knapp 2650 €. Das heißt, wenn ihr die Komponenten, gut, bei der Wasserkühlung ist es jetzt die NZXT, müsst ihr dann ein bisschen abwägen, aber wenn ihr die Komponenten einzeln kaufen würdet, würdet ihr auf dem gleichen Preis landen und die Jungs, die bauen euch das System noch zusammen und geben euch Garantie und schicken euch das zu.
Das ist okay. Die Konfiguration ist auch okay, sofern sie sich wirklich an die Angaben halten, die mir eben am Telefon gemacht worden sind. Sprich, es ist wirklich Dual-Channel-RAM und es ist wirklich eine Wasserkühlung, die vom namhaften Hersteller kommt, die einfach nur umgelabelt worden ist. Alles in allem ist das System wirklich zum Zocken gut geeignet, zum Streamen auch. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Einstellungen an, die ihr in den Spielen dann trefft und ob ihr über den Prozessor oder die Grafikkarte rendert. Aber die AAA-Titel sollte dieses System auf jeden Fall schaffen. Wir schauen uns hier vorne nochmal die Benchmark-Ergebnisse an, die jetzt von 3D-Mark kommen. Hier bei Fortnite hättet ihr auf Full HD zum Beispiel 355 FPS und auf WQHD immer noch 165 FPS. Ja gut, Counter-Strike ist jetzt nicht der Maßstab, aber da habt ihr auf Full HD auch 300 FPS und WQHD 290 FPS. League of Legends bei Full HD 200 FPS und WQHD 195 FPS. Bei Call of Duty Warzone sind es bei Full HD 180 FPS und WQHD 150 FPS. Und Battlefield 2042, Full HD 140 FPS und WQHD 100 FPS. Das könnt ihr euch natürlich auch selber noch angucken auf dieser Webseite. Ich werde dieses System verlinken. Und dann findet ihr ganz hier unten links in der Ecke eben diese FPS-Angaben. Da könnt ihr euch hier so durch die Spiele durchklicken. Und dann seht ihr auch, was das System leisten kann, theoretisch. Es kommt natürlich immer noch drauf an, was für ein Board und so dann verbaut ist. Dieses Benchmark-Ergebnis bezieht sich jetzt auf Prozessor und Grafikkarte und Arbeitsspeicher. Alles andere ist natürlich immer ein bisschen variabel, deswegen gebt nicht zu 100% was drauf. Da habt ihr ungefähr eine grobe Richtung. Nun ist es aber so, ich habe in meinem Thumbnail noch angegeben, dass es eine Alternative gibt. Und die haben wir hier bei Dubaro. Vorweg, ich bin nicht mit Dubaro gepartnert. Auch nicht mit Agando oder sonst irgendjemanden. Nur ich habe dieses System gefunden und ich empfinde dieses System, was hier angeboten wird, besser als das von iBuyPower, vor allen Dingen für den geringeren Preis. Das machen wir jetzt auch eben im Schnelldurchlauf. Wir haben den gleichen Prozessor, wir haben eine ähnliche Wasserkühlung, wir haben ein besseres Mainboard, finde ich persönlich. Das X570 Aorus Elite habe ich nämlich auch und ich finde das Board auf jeden Fall Bombe. Wir haben die gleiche Grafikkarte, welcher Hersteller ist natürlich auch hier nicht ersichtlich. Wir haben aber als Arbeitsspeicher 32 GB, 2x16 GB Dual Channel G-Skill DDR4 3600 MHz Trident Z Neo. Sprich, höhere Taktung, mehr Speicher und auch RGB beleuchtet. Als SSD haben wir eine 1 TB Kingston A2000, die ist ungefähr gleichwertig mit der Crucial P1. Ihr habt natürlich in diesem System keine weitere HDD, wo ihr darauf auslagern könnt. Ihr könnt die aber noch dazu konfigurieren, die kosten jetzt nicht so viel, dann seid ihr trotzdem noch günstiger als das andere System. Wir haben anstatt 750 Watt 850 Watt, allerdings von MSI, das MPG A850 GF 80 Plus Gold. Auch vollmodular, auch Gold zertifiziert, passt also soweit. Als Gehäuse haben wir hier LanCool 2 Mesh RGB mit Glasfenster. Kann man ungefähr von der Qualität her gleichsetzen mit dem BeQuiet-Gehäuse, was bei dem anderen System zu sehen war. Fand ich beim Aufbau jetzt ein bisschen anstrengender als das von BeQuiet, aber hat euch ja nicht zu interessieren, weil ihr kriegt das System ja sowieso fertig nach Hause. Ist auf jeden Fall ein gutes Gehäuse mit gutem Airflow. Auch hier ist kein Betriebssystem mit dabei, genauso wie bei dem iBuyPower-System. Also kurz zusammengefasst, das System hier kostet 150 Euro weniger, ihr habt den gleichen Prozessor, die gleiche Grafikkarte, das Doppelte an RAM-Speicher, eine gleichwertige Wasserkühlung, gleiche SSD ungefähr und ein besseres Mainboard. Ich würde wirklich eher zu diesem hier greifen. Ist einfach nur mein persönlicher Tipp, es kostet halt 150 Euro weniger als das iBuyPower-System. Schauen wir uns hier den Warenkorb zu Dubaro nochmal an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, wo wir auch nicht wissen, welcher Hersteller es ist, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und da kommen wir auf 2741,62 Euro. Das heißt, ihr habt gegenüber diesem Selbstbau noch 240 Euro gespart. Ihr seid nicht gleich auf wie bei iBuyPower, sondern ihr habt noch was gespart, als würdet ihr die Teile einzeln kaufen und das System selber zusammenstellen. Deswegen, wenn ihr in diesem Preissegment sucht, nehmt ruhig diesen hier, der ist völlig in Ordnung, reicht auch zum Streamen, reicht zum Zocken, hat ja ungefähr die gleiche Leistung. Konfiguriert von mir aus noch eine HDD mit dabei und dann passt das schon. Also um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, das System ist in Ordnung, das von Dubaro auch. Jetzt haben wir quasi zwei Systeme, gut, das zweite habe ich so ein bisschen links liegen gelassen. Aber ihr macht mit dem System nichts falsch, es gibt auf jeden Fall aber Besseres für das Geld auf dem Markt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie gerne im Discord, der Link ist unten in der Beschreibung. Joint unseren Community-Server, da könnt ihr noch ein paar Leute treffen, mit denen quatschen, wenn ihr Hilfe braucht, die helfen gerne. Wir haben auch ein paar Berater und Community-Manager da. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.